Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mountain Blade Warband. Ja, es gibt ein kleines Problem. Und zwar hat die letzte Aufnahme irgendwie gemeint, jo Bruder, muss los, bin weg. Ist ein bisschen scheiße, aber ihr habt nicht so viel verpasst. Ich kann dir mal kurz erklären, wir waren ja vorhin bei Mechin oder so, meine ich. Ja, wir waren ja hier. Dann habe ich mit ein paar Fürsten gekämpft, weil die mochten mich nicht so. Dann haben wir einen Jarl getroffen, mit dem haben wir auch Krieg gemacht und jetzt sind wir böse mit denen und dann haben wir jetzt hier eine Aufgabe erledigt, das ist ganz gut. Und dieser hat uns erzählt, dass sein Vater da hockt im Gefängnis und ich hoffe, das ist auch noch immer der Fall. Und naja, jetzt bin ich halt auf dem Weg dahin nach langem Gefechte. Ich habe eigentlich auch gesagt, dass die hier im Feuer legen sollen, aber naja, das haben die irgendwie nicht haben die schon gemacht und dann wurden wir halt überfallen von den Zwardians. Ja, ist ganz lustig. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall unterwegs. Wenn wir den Jarl, also den Vater von dem einer gestohlen haben, dann werden wir den schön als für Lösegeld verkaufen. Weil die Kohle brauchen wir. Bevor wir unser Imperium errichten können, dauert es ja auch noch ein bisschen, verbrauchen wir auch die Finanzen. Weil momentan haben wir 172 Dinar und laufen noch nicht mal mit Schuhen rum. Ist nicht so optimal, ne? So. Oha. Können wir da mitmachen? Brauche ich nicht einmischen. Okay, das Problem, da ist ein Jarl. Das wäre jetzt echt cool, wenn wir das schaffen. Oh, wenn ich das hier schaffen, würde ich den überleben. Es wäre jetzt cool, wenn wir das schaffen würden, die alle zu erledigen, dann raus. Dann draußen warten nämlich auf uns ja halt die ganzen, naja, ja, als. Wer ist der eingesperrt? Gib sofort den Schlüssel her. Geil. Okay, das lief im Singleplayer vor ein bisschen besser. Das lag vielleicht daran, dass ich Stangenwaffen ganz hoch hatte. Vielleicht hätte ich gerade ein Messer auf ihn werfen sollen. Okay, das Ganze noch einmal. So. Hey, ganz gut, ganz gut. Hey, kennst du mich noch? Hat angefangen zu sprechen, bla bla bla. Sag mal, was ist denn das, ob wir die nicht besiegen können? Können die jetzt mal das Ding da angreifen? Während der Belagerung? Ja, schlimm. So, warte mal, Charakter. So. Stangenwaffen machen wir mal. Oh ja, Überzeugungskraft können wir mal. Geil, 4 auf Überzeugungskraft oder auch, ne? Ja. So, jetzt sollten wir das nochmal ausprobieren. So. Na, eigentlich ist es dumm, die jetzt halt anzugreifen, ne? Aber naja, was soll's machen? Eigentlich können wir ihn bezwingen, ne?
Sonst halt mal locker, Bruder. Bruder, hallo, muss los, Bruder. Ich habe gerade das Messer voll in den Kopf geworfen. Sag mal, Alter, ich bin gleich kurz vorm analen Durchbruch. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh mein Gott, ey. Könnt ihr jetzt mal das. Wie lange wollen die denn da. Hier, komm mal ran, ja, da. Wie viel? 95 Dinar, okay. Er gibt mich oder stirbt. Ja, okay, das können wir auch vergessen. Gut. Was haben wir denn momentan noch? Provokation. Wir gehen jetzt mal, reiten jetzt mal zurück zu Karabanoyan. Der ist momentan. Ein Tolga habe ich den zuletzt gesehen. Wir können erstmal hinreiten. Hier haben wir einen Momentan verloren. Wir sind auch zu schwach. Das wäre was optimal gewesen mit der Entführung. Weil dann hätten wir gleich das Lösegipfel und können wir naja. Naja. Wir hätten wahrscheinlich in voller Montur auftauchen müssen. So. Warte mal, lass mal da hin zur Belagerung. Was sind die, und, weiß nicht, haben wir mit dem Wege jetzt den Krieg? Nee, ne? Mit denen sind bei uns cool. Ja, wird gerade hier belagert. Ich sage, schließen wir uns der Belagerung mal an. Ja, na da. Geil, kann ich euch das auch mal zeigen. So, mal, wir nehmen mit den Ray, war der, wollte ich gerade was sagen. Mit dem Weg ist. Ach du Scheiße, was ist hier los? Krieg ist hier. Nehmen wir mit dem Weg ist hier ein. Ich warte mal hier unten. Wir sind noch relativ schwach gerade. Bisschen fehl am Platz eigentlich hier. Aber wir können es mal machen. Das gibt uns auch Ansehen. Seite an Seite kämpfen. Wir haben auch noch eine Hoffnung. Eine Hoffnung. Wir haben noch eine Hoffnung offen. Wir haben ja auch noch eine Richtung mit den offen hier. Allein schon, wie oft die uns hier besiegt haben in dem Part, den ihr nicht gesehen habt. So. Jetzt ob ich die gerade nicht treffe. Oder das hat gesessen. Da war ein Kopfschuss. Schild. Kopfschuss. Vorne sehe ich ja sogar direkt irgendeinen Fürsten oder sowas. Da oben ist der noch. Ja, gehe ich jetzt aber mit Sicherheit noch nicht rauf. Alter, ich hab gerade den Fürsten am Kopfschuss verpasst. Ah, ist gleich. Graf Kleist wurde von mir erledigt. So, um den kümmere ich mich da. Sie da freies Geleit haben.
Jetzt können wir auch rauf. Haben wir gerade schon mal einen Fürsten erledigt. Finde ich ganz geil. Also ist die Armbrust auch nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Bitte, wir werden trotzdem die nächsten Mal irgendwann zum Bogen wechseln. Können wir die Waffe aufheben, von dem wir umgelegt haben? Wo ist er denn? Hä? Ist er runtergefallen? Keine Ahnung, wo der ist. Was ist er denn? Glaube, ich habe gerade. So. Scheiße. Jetzt habe ich gerade meinen Mann in den Tod geschickt. Was ist denn hier los? Verpisst euch mal, oder ja? Oh, Scheiße, die nächsten kommen. Bruder muss los. So. Ich hab gerade Donald Trump gelesen, okay. So, ich glaube, Donald Trump ist ja nicht im Spiel. Bisschen komisch, oder kommt die Verstärkung? Oh Mann, da stoßen wir ja vor. Der Barfußsoldat, das hab ich noch gar nicht gezeigt. Ja, wir haben unsere Schuhe während den Kämpfen verloren im letzten Part. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Weiter. So, ein bisschen Konzentration. Man darf ja auch nicht sofort in die Menge, weil dann geht man auch erst recht drauf. Aber ihr merkt, so eine Belagerung, die ist schon ordentlich. Besonders wenn man einfach spontan bei einer mitmacht. Das könnte jetzt ja tot sein. Vorderster Front sind wir. Was? Oh Mann, da dreht man sich noch einmal kurz um. Aber egal, egal. Das sollten wir eigentlich trotzdem schaffen. Hey, wir wollen weitermachen hier. Natürlich schließen wir uns im nächsten Angriff an. Und hä? Ich dachte, haben wir gerade hinter uns. Okay, ich gebe jetzt mal ganz kurz volles Leben. Aus dem einfachen Grund, dass wir es uns nicht schaffen. Ich denke, dann habt ihr jetzt auch kein Problem. Mal ran hier. Ist ja voll dumm, oder? Ich möchte jetzt hier einnehmen.
Ja, kriegen wir auch hin. Steuern können wir dennoch eintreiben oder mit abhauen. Aber eigentlich sollten da jetzt auch weniger sein. Jetzt sind wir halt draufgegangen und dann geht das immer von vorne los. Das ist ein bisschen blöd tatsächlich. So. Gucken, vielleicht kann ich sogar einen Headshot geben. Na, die getroffen. Zack. Ah, auch Schild getroffen. Also ich treffe ihn aber nicht im Kopf. Und Tickchen höher. Sag mal. Na, no, hör mal. Es ist sein Schild kaputt. Ich lieg in der Ecke. Und das war es dann auch für ihn. Geht jetzt zum Nahangriff. Der Nahkampf. Wir warten uns erstmal, bis sie ein bisschen oben sind. So, und jetzt kommen wir auch hoch. Mal gucken. So. Jetzt haben wir schon mal die Schützen hier erledigt. Okay, das läuft doch, das läuft doch. Ich hoffe, dass er halt aufnimmt, nur ohne Witz. Ach, jetzt haben wir sie alle besiegt. Gut, gut. Ja, Mann, Alter. Guck mal, jetzt gehört die hier den neuen Herrschern. Die Schenke. Nehmen wir mal einen neuen. Hallo! Hallo! Wärt ihr wohl so nett, einen Becher mit mir zu trinken? Ich bin der Manit. Ich hab nur noch 5 Dinar und trinkt nicht gern allein. Eure letzten 5 Dinar? Was geschah mit euch? Das ist eine tragische Geschichte, mein Herr. Vor einer Weile verließ ich Geroria mit einer wahren Karawane. Ich hoffe, alles in Salgott für ein hübsches Sümmchen zu verkaufen. Aber wie es der Teufel wollte, wurde ich von einem Trupp Kehrgeträuber überfallen, die sich mit fast allen Pferden und Wagen davonmachten. Das war total krank. Und den Rest meines Besitzes stahlen 2 Tage später meine eigenen Karawanenwachen. Das geht ja gar nicht. Und nun bin ich hier ohne Geld. Nun, vielleicht könnte ich euch Arbeit anbieten. Nun, ich will zugeben, dass ich kein Krieger von Beruf bin. Ich lerne schnell, ich kann reiten und weiß so einiges über Handel, Preise und so weiter. Das reicht. Gut, gebt mir einen Augenblick. Ich suche alles zusammen und dann komme ich zu eurem Trupp. Geil, jetzt haben wir 9. Okay, machen wir denn doch nicht? Ist da oben noch irgendwas Spannendes, Lausch? Dann wäre Elaine. Ist auch ein Reisender und. Hey, Wanderlaschik. Hier ist heute volle Party. Genau, so Elaine. Ich glaube, du wolltest doch 100 Gold sehen, um zu uns zu. Hey, Bundok ist auch hier. Seid gegrüßt, Bruder. Auf Verderben und Fall alles. Hochwohlgeborenes Fürstenpax. Jawohl, ich rede, soweit ich aus dem 12. Jahrhundert komme. Warum sagt ihr das, mein Herr? Es ist eine lange Geschichte, aber wenn ihr euch einen Becher holt, will ich es euch gern erzählen. Ein Sergeant war ich in der Garnison hier bei dir hier. 20 Jahre stand ich Wache für die Stadt, durch viel Mühsal und noch mehr Schlägereien, bis sie ein rotznäsiges, flaumbärtiges
Prinzchen kaum aus der Wiege als Kommandant der Garnison bestalten. Er kam zu mir, als ich auf dem Turm mit meiner ungespannten Armbrust Wache schob. Aber weil es regnete, musste ihr verstehen. Ich verstehe alles, aber das auch nicht. Konnte ich ja nicht riskieren, dass sich die Sehne löst, aber Prinz Rotznäschen sagte mir, dass ein unbespannter Bogen eine Pflichtverletzung sei, dieser Slumpenpack. Sagte, er würde mich auspeitschen lassen, des Hurensohnkind. Und irgendetwas in mir rastete aus. Ich schlug dem Jungen tot, bis er blutig auf den Boden lag. Nein, das war nur ein Spaß. Und ich verließ einfach meinen Posten. Ja. Nun bin ich hier. Betrinke mich zum Teufel mit morgen. Solltet ihr nach Arbeit suchen, ich suche jederzeit erfahrene Kämpfer. Tatsächlich? Nun, das ist um einiges besser. Ihr werdet es nicht bereuen, mich aufgenommen zu haben, Bruder. Bruder. Ich bin eins mit Armbrust und eins mit euch. Ich bin die wunderschöne Waffe direkt für euren Sieg. Seid ihr bereit? Guter Mann, wir werden euch mit Respekt behandeln. Verzeiht, aber ich bin arm. Gut, okay, die Bullen können wir noch nicht holen. Hallo, ihr da. Hope ein bisschen besser. Meine zerknitterste Entschuldigung. Es ist manchmal schwierig, Leute in dieser vertrauten, verrauchten Durchsonnis hier zu erkennen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich solch einen Ort zu meinem Heim machen muss. Ich auch nicht, Bruder. Wir wollen älteste Sohn meines Vaters und seine Erbe. Aber meine Mutter starb und mein Vater nahm sich eine neue Frau. Seine neue Gattin war die Ansicht, dass ihr Sohn das Erbe antreten sollte. Sie konnten nicht hoffen, dagegen mich agieren. Aber eines Tages gab ich eine Schüssel Teig, die man stehen gelassen hat, eine meiner Hunde, und er fiel tot um. Ich klagte meine Stiefmutter an, aber mein Vater, verhext von ihren dunklen Künsten, wollte mir nicht glauben. Und fahr mir, ihm aus den Augen zu gehen. Ich habe mein Schwert, einem würdigen Hauptmann erbieten zu können. Da ist der einzige ehrenvolle Beruf für einen Mann meines Standes ist. Okay, abgesehen von Landbesitzer, doch bis dahin kann ich dazu verurteilt, mit dem vergeben, Kerbleuten und zu ganzen anderen Gesinnungen auf der Straße leben. Vielleicht würde ich euch eine Weile als ein Kompanie anschließen. Ich bin ein Ehrenmann und ziehe es vor, mit dem Schwert und Lanze zu kämpfen. Ich sehe, dass ihr von niedriger Geburt seid, und ich bin doch, es beschämt mich nicht, unter einem erfahrenen Hauptmann zu dienen. Freilich, nur unter der Voraussetzung, dass eure Gefolgschaft mit nicht zu nah rückt. Ich nehme an, dass es kein Problem ist. Nur das sollte es nicht. Verzeiht euch, ich bin arm. Ja, okay, das ist ein bisschen problematisch momentan, aber American Style. Da kommen wir aber her. Wo ist denn Mist mein Turnier? Die Türen sind verriegelt, also. Geh mal zur Burg. Wo sind Frauen da dort? Surprise! Greetings, sir. The tides of war have left me stranded here in this fortress, but I will shortly be departing. Greetings, sir. The tides of war have left me stranded here in this fortress, but I will shortly be departed. Yes, man. Ja, okay, die sagen halt, dass sie bald abgeholt werden. Gut, die hier haben wir denn jetzt hinter uns gelassen. Was, wie hoch ist jetzt unser Anwesen? Ehrenwertung minus 3, Bruder, ist hart. Aber wir haben 86 Anwesen, sag ich mal, ansehen. Und 96 Truppenmoral läuft. Wir reiten jetzt mal nach A, würde ich aber mal sagen. Ja, warte mal, ich gehe mal jetzt zu den. Oh, Alter, ist echt langsam. Jetzt sind wir hier allein mit Mani unterwegs. Guck mal, ich mach hier mal mit Kumbipass. Ja, ich habe 7 Dinar verloren. Genau, ich heiße Alexander. Ey. Ich bin Boya Kumipa, was er von Königreich Weg ist. Ich werde nicht unsere Einnahme, die hier im vergessen. Lasst uns erneut den Himmel danken und beten, dass wir nicht zu stolz werden. Habt ihr Aufgaben für mich? Nein, Mutter, nicht. Okay.
Gute ist, jetzt haben wir mit denen ja einen Krieg gewonnen oder einen Kampf gewonnen, besser gesagt. Und das bedeutet, mal jetzt, also wenn wir uns irgendwo mal den anschließen sollten, den Vegis oder allgemein Imperium Gunden, haben wir vielleicht schon bei jedem von dem Punkt gut. Außer bei Bojak-Schask, da haben wir ja eine schöne Vergangenheit. Also der Typ, den wir immer besiegt haben von dem Vegis. Ich glaube Part 4 war das oder Part 3. Nee, Part 4, 5, 6, ach keine Ahnung. Irgendwas muss das gewesen sein. So. Kurz, wurde jetzt hier Boa Kudelke eigentlich eingenommen hier, oder? Wie sieht denn das aus? Wo war denn das immer? Ne, Boa Kelre, der wurde jetzt nicht eingenommen. Wird belagert aber noch immer. Was ist belagert? Ach, jetzt kommt. Ne, lass mal hier. Ist hier irgendjemand da drin oder so? Ich wollte ja rekruten, Lied. Das könnte man sogar einnehmen, aber das mache ich glaube ich nicht mit einem Mann. Und du da? Okay, reiten wir jetzt mal nach Nara. Gucken wir mal, wo sich unser Auftraggeber befindet. Wie lange haben wir noch Zeit? Also noch entlang. Karaban Noriam war da, ne? Jo. Wie das hier noch mit unserem Brief? Das ist schon vorbei, oder wie? Okay. Also, nee, da hier. Noch 12 Tage noch. Dann können wir auch immer nach dem fragen. Und dann machen wir im nächsten Part nochmal Schulus. Das eintreiben. Das Geld behalten wir natürlich. Müde vielleicht. Haben wir wahrscheinlich gerade gehört. Hä? Als ob ihr. Oh, ist klar, okay. Ich frage gar nicht mehr nach. Ich dachte jetzt so, dass hier wenigstens eine Frau ist, dass man fragen kann. Oh, warte mal, nee, ich glaube, da war was Interessantes. Ist es ein Bauer? Nee. Okay. Ich dachte schon, dass es vielleicht ein Bauer wäre, weil dann könnte es da die nächste Mission geben. Mal kurz Bock. Das Gedelke? Also, Kerel, das hat. Ich dachte schon, ich dachte schon, was macht denn hier Gedelke und dann ist Burg Gedelke. Das ist ja meist relativ nah beieinander. Nachts zu retten bringt am meisten Spaß. Da ist die Wahrscheinlichkeit drauf zu gehen höher. So, ja, greif mal nach Zarush. Nach Ichemur. Am 24. April 1257 nach Christus. Wenn es hier überhaupt Jesus gibt. Ich nehme mal ein Jahr. Geil, Alter. 4 Banditen und 4 von unseren Leuten. Das wäre bestimmt ein epischer Kampf geworden. Oh, ich weiß noch, als wir gegen König Jarogle gekämpft haben. Gegen die gewinnen wir. Oh, da ist er. Nur ja, bleib stehen. Oder? Ist er das? Nee. Ich denke mal, jeder Nur ja ist hier gleich ein. Wie heißt der mal der oder so? Wahrscheinlich sowas, so ein Titel wie Fürst oder so. So, ich habe Murm. Ja, das ist auch schon rein. Was hat man sich der ist jetzt? Ja, da oben habe ich jetzt Köpfe gesehen. Geil, das ist eine Frau. Hallo. Ich möchte den Aufenthaltsort wissen von. Bei Tulga, okay. Wo ist denn jetzt hier. Der ist überhaupt. Wie ist denn der nochmal? Scheiße. Kramuk. Tulga. Was denn? Ist gerade ein Tulga-Lager oder was? Wie heißt denn der Typ nochmal? Das muss ich mir kurz nachsehen. Okay, ich glaube, die sind gerade alle in Tulga. Ja, okay, Kramuk war das. Nee.
ausgegeben von ihm. Karawan. Auf, würde man sagen, auf nach Tulga, ne? Was tut denn? Okay, das machen wir im nächsten Part. Alles klar, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen des Parts. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich kann einen fetten Geldbeutel in 3 Meilen riechen. Erledigt haben. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mountable Warband.